Hallo, hier ist Jens von Move Electric. Heute freue ich mich ganz besonders, dass ihr meinen Kanal angeklickt habt, denn wir fahren in den Urlaub. 7 Tage auf die wunderschöne Nordseeinsel Sylt, die Lieblings-Nordseeinsel der Deutschen, die Insel der Schönen und Reichen. Warum fahren wir dann jetzt eigentlich dahin? Ich möchte euch in diesem Roadtrip-Video nicht nur zeigen, wie und wo man dort laden kann, sondern auch ein paar Impressionen dieser schönen Nordseeinsel. Und möchte euch mal ans Herz legen, Sylt auch mal im Winter zu besuchen, denn gerade zu dieser kalten und windigen Jahreszeit ist es einfach ein ganz besonderes Erlebnis, dort ein paar Tage Urlaub zu machen. Und für mich ist es immer Entspannung pur. Zudem darf auf der Insel über Silvester nicht geknallt werden, was unserem Hund auch sehr gelegen kommt, weil der würde sonst von der ganzen Böllerei Panik bekommen. Und so ist es für uns alle immer sehr entspannt dort und wir freuen uns jedes Jahr drauf. Nun also viel Spaß mit dem Video. Ich habe das in 2 Teile geteilt, weil es sonst einfach zu lang wäre. Der Teil 1 geht vom Abreisetag 27. Dezember bis Silvester. Teil 2 liefere ich dann in den nächsten Tagen nach. Viel Spaß! Da der Hund natürlich mit muss, haben wir keinen Kofferraum. Und trotz der vielen Staumöglichkeiten im Tesla reicht das natürlich nicht für 3 Leute. Und deswegen kommt die Dachbox nach oben drauf. Und das ist das erste Mal, die habe ich gebraucht gekauft über das Tesla-Freunde-Forum. Und bin gespannt, wie sich das auf den Verbrauch auswirkt. Und vor allem bin ich auch gespannt, ob das böse Windgeräusche gibt oder nicht. Ich habe ja diese Wisp-Bar-Dachträger, die sollen ja die leisesten sein. Also da bin ich gespannt drauf und werde mich dann gleich mal die Arbeit machen und das Zeug montieren. Ein Video dazu habe ich übrigens schon gemacht, verlinke ich mal hier oben. Und dann sehen wir uns gleich wieder und ich freue mich, wenn ihr mich auf meiner Fahrt begleitet. So sieht das Ganze also im montierten Zustand aus. Oben eine Dachbox, da passen ungefähr 75 Kilo Zuladung rein. Dann vorne im Frunk, da wird eine Reisetasche Platz finden. Und hinten im Kofferraum, wo noch so eine Art unterirdischer Kofferraum ist, da kommen noch so ein paar Krimskrams-Sachen rein, Schuhe und vielleicht eine Kiste mit Fressalien. Wenn ich mit dem Tesla eine längere Route plane, dann benutze ich gerne im Vorfeld die Website abetterrouteplanner.com. Dort kann man die ganze Navigation simulieren lassen, sind auch alle Supercharger verzeichnet. Über die Einstellungen hier kann man Start- und Zielpunkt und auch Zwischenpunkte, das ist besonders gut, weil das Tesla-Navi nicht kann, einfügen. Ich habe hier beispielsweise für mein Tesla Model S ein paar Rahmenbedingungen definiert. Zum Beispiel, dass ich maximal 150 fahre oder langsamer, wenn nötig. Dass ich mit 99% State of Charge losfahre und bei einer Ladestation minimal 10% Ladezustand haben möchte. Also nicht weniger. Und dass ich am Ziel, mein Ziel ist also Nibül, Autoverladung, mit 50% ankommen möchte. Bei den weiteren Einstellungen kann man sogar die Temperatur, die Außentemperatur einstellen, Wind von vorne, welchen Zustand die Straßen haben, trocken, feucht und so weiter, das Zusatzgewicht und die Batteriedegradation. So, das habe ich jetzt mal alles eingestellt und jetzt sage ich mal, er soll die Route planen. Und er sagt mir jetzt, dass ich einmal laden soll und zwar in Bußdorf. Allerdings soll ich langsamer oder höchstens 120 Kilometer pro Stunde fahren. Sonst schaffe ich die 231 Kilometer nicht mit 10% State of Charge in Bußdorf. Bei diesen Einstellungen würde ich noch 12% haben und müsste dann ungefähr 34 Minuten laden, um mit 50% in Nibül anzukommen. Da ich die Dachbox oben drauf habe, glaube ich, dass es noch knapper wird. Ich werde es aber erstmal ausprobieren. Ich werde also erstmal planen, dass ich nach Bußdorf durchfahre und auf dem Weg, naja, ich kann mich immer noch entscheiden, kurz vor Hamburg, hier ist noch Rade, den habe ich momentan ausgeblendet. Da könnte ich zur Not auch noch einen Zwischenstopp einlegen, um dort ein bisschen zwischenzuladen. Das werden wir dann sehen, wenn es soweit ist. Man glaubt immer gar nicht, wie viel noch in den vorderen Frunk geht, selbst wenn der jetzt kleiner ist als früher. Da ist eine Reisetasche drin. 2 kleine Taschen, ein bisschen Hundefutter und Wasser, ein Schirm, Schademo-Adapter und Ladekabel. Und Klappe zu, Meiler. Kopf weg.
gerade die Route doch geändert und sind umgeschwenkt auf den Supercharger nach Rade, weil er mir jetzt mittlerweile während der Fahrt angezeigt hat, dass ich Busdorf gar nicht erreiche oder dass ich so langsam fahren muss. Das passt mir überhaupt nicht in den Kram. Ich denke mal, die Dachbox oben, die schluckt einiges an Strom und ist auch doch ziemlich laut, muss ich sagen. Also man merkt schon daran, dass ich die Radiolautstärke, die auf der Autobahn sonst maximal auf Stufe 4 steht, ich jetzt auf Stufe 5 bzw. 6 aufdrehen muss, damit ich überhaupt was höre vom Radio. Also die Windgeräusche sind schon ziemlich laut. Immerhin pfeift es nicht, aber es ist halt so ein starkes Rauschen. Das ist sehr ungewohnt halt bei dem Elektroauto, wo es doch sonst so schön leise ist. Naja, müssen wir jetzt aushalten. Hilft ja nichts. Wir laden jetzt noch ein bisschen in Rade, höchstens 10 Minuten. Nicht, dass wir es gemusst hätten. Jetzt hat sich nämlich in der Fahrt die Reichweite schon wieder ein bisschen erhöht, weil der Verbrauch dann doch noch ein bisschen gesunken ist, sodass das Navi gesagt hat, wir würden jetzt Stand heute in diese Zeit mit 12% in Busdorf ankommen. Aber die Familie fühlt sich sicherer, wenn wir hier in Rade noch mal 10 Minuten stehen und noch ein bisschen Reserve aufladen. Und dann machen wir das mal eben. Und dann geht's gleich weiter. So, jetzt haben wir 20% Reserve für Busdorf. Das sollte auf jeden Fall reichen, damit alle beruhigt sind. Ich stöpsel jetzt ab und weiter geht's. Herzlich willkommen in Busdorf, Deutschlands nördlichstem Supercharger. So, wir sind mit 15% Restreichweite angekommen. Tatsächlich doch ein bisschen weniger als prognostiziert, aber das lag wohl doch hauptsächlich an der Dachbox, weil der Windwiderstand, der verursacht einen höheren Verbrauch. Jetzt habe ich für ungefähr 190 Kilometer 252 Wattstunden verbraucht. Das ist ein bisschen mehr, als man sonst erwarten würde bei Tempo maximal 130. Das ist also Busdorf, Deutschlands nördlichster Supercharger. Es gibt 14 Stalls, die so ein bisschen versetzt angeordnet sind. Natürlich übliche Location, Autohof, Burger King, Tankstelle. Alles, was man so braucht. Neben mir laden noch zwei Model X, einer aus Dänemark und einer aus Deutschland. Ja, Reisen macht hungrig.
Und ich würde mal sagen, so in 10 Minuten fahren wir los. Also es hat gerade so gereicht, dass wir uns jeder ein Brötchen reingewürgt haben, einmal auf Toilette waren beim Burger King und Hund hat ein bisschen was gefressen. Also insgesamt sind wir jetzt seit 20 Minuten hier und ich denke, 10 Minuten bleiben wir noch und dann haben wir genug auf dem Akku. Im Moment sieht es so aus, dass wir da jetzt schon mit weniger laden. Also wir sind jetzt bei 61 Kilowatt. Spitzenleistung war schon mal bei 86 und das Entertainment-Programm wird ausgiebig genutzt. Ich habe das UFO zerstört. So, wir haben jetzt so viel geladen, dass wir in Nibül mit 50% Restreichweite ankommen. Das sollte eigentlich komplett genügen. Die Ladeleistung ist mittlerweile auch doch deutlich runtergegangen auf 40 kW. Das heißt, ich werde jetzt mal abstöpseln. Auf Wiedersehen. Von der Autobahn sind wir runter, wir sind gleich in Leck und das Schöne ist, hier ist alles lecker. Lecker Chaussee, lecker Au, lecker Straße, lecker Bäcker, alles lecker. Muss wohl an Leck liegen. Oder ist hier ein Leck? Ich habe keine Ahnung. Ist hier ein Leck? Jetzt ist da hinten ein Leck? Links auf Lecker Chaussee abbiegen. Nein. Lecker Chaussee, da hört man es wieder. Sogar das Navi findet es lecker. Spaß, ja toll. Und die Erwachsenen, naja, die denken sich ihren Teil. Also wir haben jetzt ungefähr 1,5 Stunden hier gewartet und gestanden und immer mal so meterweise vorgefahren. Ab und zu mal die Heizung an, meistens war sie aber aus. Und wir haben 5% Energie verloren. Angekommen sind wir mit 49%, jetzt haben wir noch 44%. Aber wir sind jetzt auf dem Zug und gleich geht's los. Wir sind gut durchgekommen, haben im Prinzip nur 1,5 Stunden vor dem Zug in Nibül gewartet und die Strategie in Bußdorf nochmal kurz zu laden war auch super richtig. Wir haben jetzt hier noch jede Menge Reichweite, dass wir 1-2 Tage rumfahren können auf der Insel. Trotzdem werde ich mal schauen, wo man da in Westerland jetzt laden kann. Ich habe mir die Punkte schon rausgesucht. Eigentlich müsste ich dort sogar kostenlos mit meiner SWB Stromtankkarte laden können und das werden wir dann nachher mal ausprobieren.
So, wir laden jetzt das erste Mal hier in Westerland an einer EVS-Ladesäule. Die ist von Syltstrom zur Verfügung gestellt und das Gute ist, die ist im Verbund mit der EWE. Das heißt, ich kann sie mit meiner SWB-Stromtankkarte kostenlos nutzen. Die liefert mir jetzt 11 kW und ich kann jetzt hier ungefähr 3 Stunden stehen und habe danach 150 Kilometer mehr auf der Uhr, ist also dann fast voll. Mitten in Westerland. Wir parken sowieso immer hier, wenn wir hier sind. Und super praktische Sache. Also wir gehen jetzt erstmal mit Hund und Familie an den Strand. Na komm! Das ist wahre Lebensfreude. Ja, auch und vor allem im Winter, finde ich, ist Sylt ein Traum. Also mir gefällt hier vor allem dieser Wind und das Wetter. Auch wenn es mal ein bisschen grau ist, so wie heute, es ist scheißegal. Die Luft ist super, das Meeresrauschen, am Strand spazieren gehen, das ist für mich irgendwie Entspannung pur. Deswegen sind wir hier auch schon seit, ich glaube 17 Jahren, jedes Jahr im Winter mindestens eine Woche hier. Und macht immer wieder Spaß. Ich freue mich jedes Jahr drauf auf Neue. Und jetzt mit dem Tesla ist es mal eine ganz neue Erfahrung. Und bis jetzt klappt das alles hervorragend. Auch die Familie ist total entspannt. Am Anfang war meine Frau ein bisschen nervös, aber es klappt alles wunderbar. So, nächste Station. Wir sind heute noch nach Kampen gefahren. Eigentlich auf die Whiskymeile. Aber ohne Whisky zu trinken, wollen wir nur ein bisschen stöbern und schlendern. Und hier steht auch auf dem Parkplatz in Kampen eine Ladesäule. So sieht das hier aus. Der Parkplatz ist relativ voll. Jetzt geht's aber noch, weil noch nicht alle Gäste da sind. Das wird gegen Silvester immer schlimmer und immer voller. Und hier ist auch eine EVS-Ladesäule. Dann wollen wir mal gucken, ob ich die auch mit meiner SWB-Tankkarte zum Laufen kriege. Ja, läuft. Interessant, dass hier steht, dass ich mit 11 kW lade und im Lenkraddisplay steht, dass ich mit 12 kW lade. Na gut, vielleicht ist es irgendwas dazwischen.
arschkalt ist. Es weht hier ordentlich, eine steife Brise. Aber für Sören ist es noch moderat. Die Nase läuft, aber die Luft ist so schön voller Aerosole vom Meerwasser. Also das ist super gut für die Lungen, für die Bronchien. Auch wenn du erkältet bist, ein Tag auf Sylt bei dem Wetter und der Kälte. Also, naja, man muss es mögen. Es ist windig, es ist kalt, aber es gibt kein falsches Wetter, es gibt eine falsche Zeit. Wir sind jetzt hier an der Sansibar, die berühmte Sansibar auf Sylt. Die haben auch eine Ladesäule. Leider ist sie außer Betrieb, sodass ich hier nicht laden kann. Aber wir fahren nachher eh nochmal wieder nach Westerland und dann wird da geladen. Ich habe jetzt auch nur noch 100 Kilometer drauf, das heißt, ein bisschen nachladen kann nicht schaden. Heute ist Silvester und der vierte Tag auf der Insel ist angebrochen. Wir fahren jetzt gleich weiter nach Hörnum, die Südspitze. Und dort ist es immer sehr spannend, weil die sieht jedes Jahr komplett anders aus. Was ich jetzt für dieses Jahr gehört habe, ist, dass sie wieder Land verloren hat und man inzwischen, glaube ich, in einer halben Stunde die Südspitze umlaufen kann. Ich weiß noch, das erste Mal, als ich hier auf Sylt war, das war, glaube ich, 97, 98 oder so. Da haben wir 2 Stunden gebraucht, um einmal die Südspitze zu umlaufen. Und jetzt eine halbe Stunde, das ist schon echt heftig. Also wir sind gespannt und außerdem gibt es dort auch natürlich wieder eine EVS-Ladesäule. Dort werde ich mich versuchen wieder anzuschließen und ja, zeige ich euch gleich, wenn wir ankommen. Aber der Anschluss ist kaputt. Er sagt mir, ich soll den Stecker entfernen. Aber jetzt macht das vielleicht. Keine Ahnung. Gerade wollte er nicht. Ist ja egal. Ja, das sieht ja so aus, als würde der Sand im Nichts enden. Echt geil hier. Na gut, jetzt geht es ein paar Kilometer Richtung Süden. Leider kann man hier nicht Föhr und Amrum sehen. Bei klarem Wetter sind die super zu erkennen. Die liegen nämlich gar nicht so weit von hier entfernt. Okay.
mal sagen, das hier ist die teuerste Straße in Deutschland. Eine der teuersten Straßen. Ich glaube, der Hobokenweg ganz unten ist die teuerste Straße in Deutschland. Und der Witz ist, in 6 Wochen, so Anfang Februar, steht hier 90% leer, weil hier eigentlich gar keiner wohnt, sondern das sind alles nur Ferienhäuser. Wir sind auf dem Weg zur Kupferkanne. Das ist ein alter Flakbunker aus dem Zweiten Weltkrieg, glaube ich. Und der ist umgebaut zum Café. Und da kann man super schön sitzen, wenn man denn einen Platz bekommt. Weil jetzt ist ja Silvester und wir haben gerade so kurz nach 1, da wird die Hölle los sein. Aber wir probieren mal unser Glück und wenn es nicht klappt, ja, dann fahren wir halt woanders hin. Sieht nicht ganz so schlimm aus. Hey, man kriegt da einen Platz hier vorne. Guck mal, das ist sogar eine Ladesäule. Hey, cool. Da stellen wir uns doch hin. Ja, wie cool das. Hast du die angezeigt bekommen? So, wie funktioniert denn das hier? Es ist ein Mannekes-Stecker, Typ 2. Komm ich da rein? Ja. So, steckt. Das ist die Frage. Muss ich mich irgendwie authentifizieren? Da steht ein RFID-Zeichen. Probiere ich doch mal meine Stromtischkarte wieder. Die übliche. Funktioniert. Das macht piep, piep, piep. Ballett sehe ich jetzt irgendwie nicht. Müsste ich mal im Auto gucken. Ja, okay, also irgendwie will er nicht laden. Er zeigt auch kurz hier so ein rotes Werkzeugsymbol an. Also keine Ahnung, was man machen muss. Ich kann ja mal fragen in dem Laden. Normalerweise sollte er jedenfalls laden, weil defekt steht er nicht. Und dieser Schalter, der blinkt die ganze Zeit. Das ist aber nichts zum Draufdrücken offensichtlich. Im Bunker unterirdisch. Ups. Das ist der gleiche Tisch wie letztes Mal. So, ich habe mich jetzt mal erkundigt. Ich weiß jetzt, wie es geht. Man muss in der Kupferkanne selber einen kleinen RFID-Chip erfragen. Den bekommt man dann einfach mitgegeben und kann dann damit das Laden aktivieren. Das probiere ich jetzt einfach mal aus. Ich gehe gleich an der Säule. Und dann schauen wir mal, ob es dann funktioniert. So, hier, das ist der Chip. Den halte ich jetzt mal dran. Piep. Ah, das sieht doch gut aus. Lädt. Also, diesen Chip braucht man, kann man bei der Bedienung erfragen. Und dann kann man hier umsonst laden. Wunderbar. Super Service. Danke, Kupferkanne. Ja, der junge Mann hat ein Käsebrot bestellt. Und so sieht hier ein Käsebrot aus. Wo ist das Brot? Ich glaube, unter dem Käse. Das ist lecker Rösti mit Räucherlachs. Sehr, sehr lecker. Übrigens hier diese Schorle, Rhabarberschorle, sensationell lecker. So, das war Teil 1 des Roadtrip-Videos nach Sylt. Und ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben. Wenn es euch nicht gefallen hat, gebt mir trotzdem einen Daumen nach oben. Abonniert meinen Kanal oder kommentiert, wenn euch was am Herzen liegt. Ich wünsche euch noch ein schönes neues Jahr und Teil 2 folgt in den nächsten Tagen.